Herzlich willkommen. Das Thema On-Carriage oder auch Nachlaufmanagement spielt in der Beschaffungslogistik eine zentrale Rolle. Wie wir das Thema bei Hermes International behandeln, dazu möchte ich Ihnen in den nächsten Minuten wieder anhand einer kurzen Präsentation sowie eines Einblicks in die Systemlandschaft einen Überblick geben. Beim Thema Nachlaufmanagement geht es nicht einzig und allein um die Visualisierung der Transporte, sondern es geht insbesondere auch darum, Steuerungsmöglichkeiten für Sie in diesem Bereich zu ermöglichen. Analog zu Ihrer Eingangsplanung vor Ankunft der Ware bilden wir die Transporte durch das Freight Management ab und ebenso das Gate-Out des Containers. Was im Detail aber mit dem Container passieren soll, zum Beispiel in welches Ihrer verschiedenen Lager oder zu welcher Uhrzeit an welchem Anliefertermin er geliefert werden soll, durch ein effizientes Nachlaufmanagement können wir Sie hierbei unterstützen. Die zentrale Steuerung und Visualisierung erfolgt dabei über unsere webbasierte Supply Chain Management Plattform. Mithilfe einer umfangreichen Transparenz Ihrer Hauptläufe, einem individuellen Zugang für Sie als Kunden und natürlich mit einem Zugang der operativen Einheiten von Hermes International, die Sie zum Beispiel im Bereich der Zollauffertigung unterstützen, erhalten Sie ein systemgestütztes Gesamtbild Ihres Nachlaufprozesses. Zum einen besteht für Sie die Möglichkeit, aktiv in die Steuerung einzugreifen, indem Sie eben beispielsweise für jeden Container die entsprechende Nachlaufdisposition über das System abwickeln, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die Feinplanung gerne übernehmen möchten. Das System bietet Ihnen allerdings auch die Möglichkeit, umfangreiche Auswertungen zu erstellen, um beispielsweise nachträglich die Performance Ihrer Dienstleister zu messen oder angefallene Lagergelder im Nachgang zu verifizieren. Und nun lassen Sie uns doch mal einen Blick ins System werfen, um Ihnen anhand einiger Beispiele einen kleinen Eindruck vermitteln zu können. Bei unserer Supply Chain Management Plattform handelt es sich wie gesagt um ein webbasiertes Tool, bei dem Sie sich zunächst mit Ihrer User-ID und Ihrem Passwort einloggen. Und im Anschluss daran erhalten Sie dann auf der Startseite einen ersten Überblick über verschiedene Einträge, die wir für Sie auf einem sogenannten Dashboard aufsetzen. Bei dem hier angezeigten Beispiel haben wir einmal für Sie 6 verschiedene Einträge hinterlegt, um Ihnen einmal zu zeigen, wie eine systemgestützte Nachlaufsteuerung aussehen kann. Die einzelnen Einträge basieren dabei auf hinterlegten Regeln, deren Konfiguration natürlich wir für Sie übernehmen. Wir orientieren uns dabei eng an Ihren Anforderungen und an dem, was Sie sehen und natürlich auch beeinflussen möchten. Der Workflow beginnt damit, alle eingehenden Container x Tage vor dem aktuellen Ether aufzulisten, für die es noch keine Nachlaufsteuerung gibt. Hier listen wir Container auf, zu denen wir noch keine Dokumente für den Versollungsprozess erhalten haben. In diesem Eintrag listen wir Container auf, für die noch keine Zollfreigabe vorliegt. In diesem Eintrag müssen die Anliefertermine für das bereits ausgewählte Lager vergeben werden. Und in den letzten beiden Einträgen listen wir Container auf, die sich jeweils im Zulauf zu dem entsprechenden Lagerstandort A oder B befinden. Mit unterschiedlichen To-Dos, die wir entsprechend auch farblich kennzeichnen, zielen wir darauf ab, eine systemgestützte Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns und gegebenenfalls auch weiteren Parteien herzustellen, sofern wir beispielsweise Container von Drittspeditionen ebenfalls abbilden sollen. Das würde wie folgt funktionieren. Sie klicken den entsprechenden Eintrag an und gelangen so entweder direkt in die Details, sofern nur ein Container gelistet ist, oder wie hier in eine Übersichtsliste. Machen wir das ganz kurz einmal, indem wir nun die beiden Anliefertermine für die gelisteten Container festlegen. Über die Open Links können Sie sich weitere Details ansehen oder mit Hilfe der sogenannten Batch-Funktion gleichzeitig mehrere Container bearbeiten. Sie wählen sich also in diesem Beispiel die beiden Container aus, klicken dann auf Batch und gelangen dann direkt in eine Übersicht, bei der Sie die gewünschten Felder festlegen können. In diesem Fall möchte ich 2 Anliefertermine festlegen, jeweils mit Datum versehen, mit dem Nachlaufverkehrsträger und mit der entsprechenden Uhrzeit. Dann speichere ich die Angaben mit dem Submit-Button und habe dann die entsprechenden Angaben hinterlegt. Wenn Sie nun das Dashboard auf der Startseite aktualisieren, verschwinden die beiden zu disponierenden Container und würden dann, nachdem Sie ein Gate-Out-Event bekommen haben, im Zulauf Lager A erscheinen. Ich bin's nochmal. Ich hoffe, wir konnten Ihnen anhand des Videos einen Eindruck vermitteln, wie wir Sie im Bereich des Nachlaufmanagements unterstützen können. Wenn Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich doch gerne an Ihren regionalen Vertrieb oder auch an mich persönlich, damit wir näher in die Details einsteigen können. In diesem Sinne, tschüss aus Hamburg!